Hallo zusammen. Wir haben schon so einiges über die Grundlagen des Buddhismus und über seine Ankunft in China gelernt. Und heute wollen wir zum Abschluss dieses Kapitels nochmal einen kurzen Blick werfen auf die wichtigsten Schulen des chinesischen Buddhismus. Eigentlich, das muss ich ganz ehrlich zugeben, ist das viel zu viel Material für ein einziges Video. Man könnte damit locker ein ganz eigenes Seminar bestreiten. Aber irgendwann ist das Semester halt zu Ende, deswegen hier und heute nur ein kurzer Überblick über die großen vier Schulen des chinesischen Buddhismus. Im Einzelnen sind das einmal der Weishi-Buddhismus oder auch Yogacara-Buddhismus genannt mit seinem indischen Namen, das ist die Nur-Bewusstseinsschule. Dann der Huayan-Buddhismus oder übersetzt der Blumengirlanden-Buddhismus. Nummer 3, die Tiantai-Schule, das ist die Schule der Himmelsterrasse und schließlich der Chan- oder Zen-Buddhismus, der unter seinem japanischen Namen etwas bekannter ist, die Meditationsschule. Nun fangen wir mal vorne an beim Weishi-Buddhismus bzw. Yogacara. Der Weishi-Buddhismus, das ist der chinesische Ableger einer sehr wichtigen indischen Schule des Mahayana-Buddhismus, nämlich des Yogacara oder auch Vijnanavada genannt. Yogacara, das ist eine Schule des Idealismus. Das Yogacara lehrt, dass die Realität ultimativ Bewusstsein ist. Allerdings ist die Realität kein individuelles Bewusstsein, also nicht Produkt des individuellen Geistes, sondern die Realität ist fundiert in einem überindividuellen, also einem quasi objektiven Bewusstsein, einer Art objektiven Geist, wenn man so möchte. Diese Schule entwickelt sich in Indien und so ab dem 7. Jahrhundert nach Christus etwa findet sie sich auch in China wieder, und zwar unter dem Namen Weishi, also nur Bewusstseinsschule. Die philosophischen Inhalte der indischen und der chinesischen Variante unterscheiden sich allerdings nicht wirklich voneinander. Und zum indischen Yogacara habe ich bereits schon mal ein Video gemacht. Deswegen, damit ich das nicht alles nochmal hier erzählen möchte ich Sie bitten, schauen Sie sich einfach hier unter diesem Link das entsprechende Video an und lernen Sie da, was ich zum indischen Yogacara-Buddhismus zu sagen habe. Das gilt im Prinzip genauso für den chinesischen Ableger davon unter dem Namen Weishi-Buddhismus. Wenn Sie damit fertig sind, kommen Sie wieder hierhin zurück und wir machen dann weiter mit den übrigen Schulen des chinesischen Buddhismus. Okay, fertig? Gut. Also der Weishi bzw. Yogacara-Buddhismus ist natürlich, also ist das Fundament für viele weitere Schulen des chinesischen Buddhismus, die dann keinen indischen Hintergrund mehr haben. Also der Yogacara-Buddhismus gehört sowohl nach Indien als auch nach China, aber er bildet in China dann eben die Grundlage für eine weitere Ausfächerung und Entwicklung der nur chinesischen Schulen des Buddhismus. Nun, ich gehe jetzt davon aus, dass Sie so ein bisschen die Grundlagen des Weishi-Yogacara sich angeeignet haben. Dann können wir ja jetzt weitergehen zum sogenannten Huayan-Buddhismus. Der Huayan-Buddhismus, das ist die erste originär chinesische Schule des Buddhismus. Huayan bedeutet wörtlich übersetzt Blumengirlande. Und zwar Blumengirlande deswegen, weil diese Schule nach dem Huayan, dem Blumengirlanden Sutra benannt ist. Also es ist ein eigentlich indischer Text, der im 1. oder 2. Jahrhundert nach Christus entstanden ist. So ganz genau kann man es nicht datieren. Und der dann als Übersetzung ins Chinesische eine massive Wirkung in der chinesischen buddhistischen Kultur entfaltet hat. Begründet wurde diese Schule der Überlieferung nach von einem chinesischen Mönch namens Duxun, der im 6. 7. Jahrhundert nach Christus lebte, der wichtigste Vertreter oder philosophische Denker der Huayan-Schule ist allerdings Fa Zhang, ein Nachfolger Duxuns, also der Nachnachfolger, der sogenannte dritte Patriarch dieser Huayan-Schule, der lebte im 7. Jahrhundert nach Christus. Also die Schule ist in China entstanden und sie hat keine indischen Vorbilder. Sie führt als erste eine dezidiert chinesische Terminologie und auch eine dezidiert chinesische Perspektive in den Buddhismus ein. Nun, was lehrt der Huayan-Buddhismus? Der Huayan-Buddhismus lehrt einen subjektiven Idealismus. Wir haben eben gesehen, oder Sie haben eben gesehen, dass der Yogacara- oder Weishi-Buddhismus eine Art objektiven Idealismus vertritt. Die Lehre ist hier, dass die Welt Geist ist, aber die Welt ist nicht das Produkt eines individuellen Geistes.
Also es ist nicht so, dass mein eigenes Bewusstsein die Realität erschafft für den Yogacara-Buddhismus, sondern es ist so, dass die Realität das Produkt eines objektiven, überindividuellen Geistes, dieses Speicherbewusstseins ist. Anders jetzt im Huayan-Buddhismus. Für den Huayan-Buddhismus ist die phänomenale Welt der Erscheinungen, die wir tagtäglich erleben, nicht real. Real in dem Sinne, dass sie unabhängig von unserem Geist existieren würde. Sie ist das Produkt des Geistes. Hier merken Sie, das Konzept der Leere steht wieder im Hintergrund, also der Begriff der Leere, der für alle Mahayana-Philosophien so wichtig ist. Und der Huayan-Buddhismus gibt nun diesem Begriff der Leere eine ganz radikale Bedeutung. Für Nagarjuna, das haben wir beim letzten Mal gehört, hieß Leere noch, dass die Dinge kein eigenes Wesen haben, dass sie keine absolute Existenz haben, also dass sie immer nur bedingt durch anderes existieren, dass es kein unbedingt Existierendes gibt. Für die Huayan-Schule hingegen heißt Leere, die Dinge sind leer im Sinne von illusorisch oder nicht real oder nicht wirklich existent. Beide, also Nagarjuna und der Huayan-Buddhismus, teilen die Grundidee des Mahayana, dass die ultimative Realität die Leere ist. Aber der Huayan-Buddhismus versteht diese Lehre buchstäblich als nichts. Alle Dinge sind Illusionen des Geistes. Fazan sagt in einem Kommentar zum Huayan-Sutra folgendes, was das Ganze sehr schön auf den Punkt bringt: Was immer in der Welt existiert, ist nur das Produkt des einen Geistes. Außerhalb des Geistes existiert kein Ding, das erfasst werden kann. Alle Unterscheidungen der Dinge stammen aus dem eigenen Geist. Niemals hat es eine Welt jenseits des Geistes gegeben, die zum Gegenstand des Geistes werden könnte. Also hier merken Sie ganz klar diese Tendenz zum subjektiven Idealismus. Wichtig auch an der Stelle, Fazang betont den eigenen Geist. Also es gibt keine geteilte, keine objektive Welt des Geistes, sondern nur die jeweils eigene. Also jedes Bewusstsein erzeugt seine eigene Welt. Daher gibt es auch unendlich viele Welten, nicht die einsame gemeinsame geistig geteilte Realität, wie das noch im Weishi-Buddhismus der Fall ist, sondern unendlich viele Einzelwelten. Jedes Bewusstsein erzeugt seine eigene. Für den Weishi-Buddhismus gab es das Speicherbewusstsein als die überindividuelle objektive Basis der geistigen Welt, aber hier im Huayan fällt das weg. Der Huayan-Buddhismus geht in der Hinsicht sogar noch weiter und sagt, nicht mal das individuelle, das eigene Bewusstsein ist real. Das klingt jetzt zunächst mal ziemlich paradox. Wie kann das sein? Das Bewusstsein ist doch das, was die Realität erzeugt. Da muss es doch wenigstens selbst real sein. Wie könnte es sonst die Realität erzeugen? Aber der Huayan-Buddhismus hält dem entgegen, die Materie, also die objektive Welt, die wir so um uns herum beobachten, die ist das Produkt des Geistes, insofern sie Illusion ist. Aber umgekehrt ist auch der Geist ein Produkt der Materie, insofern er nämlich davon abhängig ist. Also hat auch das Bewusstsein keine eigene Realität. Es existiert nicht aus sich selbst heraus. Es ist ebenfalls bedingt durch das, was es hervorgebracht hat. Was ist denn dann eigentlich die Realität? Ja, das einzig Reale, was dann noch übrig bleibt, das ist für den Huayan-Buddhismus der Buddha-Geist. Der Buddha-Geist, das ist das universale Bewusstsein, das die ultimative Realität darstellt. Jedes individuelle Bewusstsein und damit auch jede subjektive Realität ist in letzter Instanz abhängig von dem einen, dem absoluten Buddha-Geist. Man kann also den Huayan-Buddhismus durchaus als eine Art panentheistische Philosophie verstehen. Also alle Realität ist aufgehoben in der einen ultimativen Realität des Buddha-Geistes. Fazan drückt das so aus, er sagt: Alle Dinge und Ereignisse der Wirklichkeit sind Manifestationen des absoluten Geistes. Oder umgekehrt, der Geist enthält alle Dinge. Die alltägliche Welt, die wir erleben, der Kreislauf der Wiedergeburten und auch der Kreislauf des Leidens, aus dem der Buddhismus ja einen Ausweg suchen möchte, das ist in letzter Konsequenz alles illusorisch. Es ist eigentlich gar nicht real. Es ist einfach nur eine Emanation dieses Buddha-Geistes. Erlösung und Befreiung aus dem Leiden, das, wonach der Buddhismus strebt, das geschieht dadurch, indem man diese Illusion erkennt und zur ursprünglichen Einheit mit dem Buddha-Geist zurückfindet. Dieser Gedanke der Einheit aller Dinge, also dass alle Dinge in diesem einen Buddha-Geist miteinander verknüpft sind,
Das wird auch gerne bezeichnet als eine Form des metaphysischen Holismus. Holismus bedeutet, einzelne Teile des Ganzen sind nicht vom Ganzen zu trennen und das Ganze ist bedingt durch seine Teile. Also weder lässt sich das Ganze von den Teilen trennen, noch lassen sich die Teile vom Ganzen trennen. Teile und Ganzes, so könnte man es knapp sagen, bedingen sich wechselseitig. Fazan erläutert das in einem sehr berühmt gewordenen Traktat am Beispiel der Statue eines goldenen Löwen. Er schreibt dazu: In jedem einzelnen Auge, Ohr, Glied, Gelenk oder Haar ist der goldene Löwe enthalten. Und der goldene Löwe in jedem einzelnen Haar ist zugleich in jedem einzelnen Haar enthalten. Daher sind in jedem einzelnen Haar eine unendliche Zahl von Löwen. Und jedes einzelne Haar, in dem eine unendliche Zahl von Löwen sich befinden, ist in jedem einzelnen Haar enthalten. Das hört sich ein bisschen merkwürdig an, ja, aber der Grundgedanke, denke ich, ist relativ gut zu greifen, das wechselseitige Durchdringen von Teil und Ganzem. Jedes einzelne Teil enthält das Ganze und das Ganze enthält jedes einzelne Teil. Jedes einzelne Teil dieses goldenen Löwen, dieser goldenen Löwenstatue, selbst das kleinste Haar der Mähne oder so etwas, kann immer nur als ein Teil des goldenen Löwen existieren, insofern es Teil des Ganzen ist. Also das Haar des Löwen wird dadurch zum Haar des Löwen, zu dem, was es ist, indem es ein Teil dieses ganzen goldenen Löwen ist. Wäre es vom Löwen getrennt, also wäre der Teil vom Ganzen abgetrennt, dann wäre dieses Haar nicht mehr das Haar des goldenen Löwen. Es hängt in seiner Existenz von ihm ab. Der Teil, der vom Ganzen getrennt wird, ist kein Teil des Ganzen mehr, sondern irgendwas anderes geworden. Daher sagt Fazan, dass der Löwe als Ganzes bereits im einzelnen Haar enthalten ist. Also der einzelne Teil enthält bereits das Ganze. Insofern, als dieser Teil nicht das sein könnte, was er ist, so muss man sagen, ohne den Bezug auf das Ganze. Der Löwe selbst als Ganzes existiert aber nicht jenseits seiner Teile. Er wird erst durch die Gesamtheit seiner Teile konstituiert. Es gibt nicht über die Ansammlung der einzelnen Teile, der Haare, der Zähne, der Pfoten, des Schwanzes und so weiter hinaus. Darüber hinaus gibt es nicht noch einen Extra-Löwen oder so etwas, sondern das Ganze ist die Summe der Teile. Also existiert der ganze Löwe nur insofern seine Teile existieren. Würden sie nicht mehr existieren, dann wäre natürlich auch der Löwe verschwunden. So, dass jedes Teil, auch das kleinste Haar eben, den ganzen Löwen enthält. Übertragen wir diese Idee des Holismus auf die Wirklichkeit, dann heißt das, die illusorische, also die alltägliche, scheinbare Realität und die ultimative Realität, die wahre Natur des Buddhageistes, sind ein holistisches Ganzes und bedingen einander wechselseitig. Sie sind also nicht voneinander zu trennen. Sie sind in der einen Realität enthalten und gleichzeitig sind sie doch verschieden, weil wir das eine als die ultimative Realität erkennen können und das andere als die illusorische Realität. Du schon formuliert das in einer Metapher, die sehr bedeutend geworden ist für die ganze chinesische Geistesgeschichte, so. Er schreibt: Wellen sind Wellen und nichts anderes als Wasser. Die Wellen selbst manifestieren sich im Wasser. Wasser ist Wasser und nichts anderes als Wellen. Das Wasser erzeugt die Wellen. Wellen und Wasser sind eins, aber dennoch verschieden. Wasser und Wellen sind verschieden, aber dennoch eins. Und was ist dann jetzt der Unterschied zwischen der illusorischen Realität, die unser Bewusstsein sich konstruiert, und der ultimativen Realität des einen Geistes, wenn die beiden doch eigentlich eines sind? Es ist nur die Perspektive für den Huayan-Buddhismus. Es gibt nur diese eine Realität, die vom unerleuchteten Wesen als konkrete Realität der alltäglichen Erfahrung gesehen wird, vom Erleuchteten aber als die Realität des einen Geistes. Aber beides ist in letzter Instanz nicht voneinander verschieden. Noch ein weiterer wichtiger Punkt muss im Zusammenhang mit dem Huayan-Buddhismus erwähnt werden, nämlich eine ausgeprägte Skepsis der Sprache und der menschlichen Erkenntnisfähigkeit gegenüber. Für den Huayan-Buddhismus ist die ultimative Realität des Buddha-Geistes nicht sprachlich oder begrifflich fassbar. Warum nicht? Nun, alle Dinge sind leer im Sinne von nichtig. Das bedeutet, es gibt überhaupt nichts, auf das unsere Sprache referieren könnte. Also es gibt keine Gegenstände, die der Bezugspunkt unserer Worte sein könnten. Wir reden die ganze Zeit von Bäumen und Autos und Häusern und so weiter, aber in Wirklichkeit gibt es diese Dinge gar nicht. Sie können also auch gar nicht von unserer Sprache erfasst werden. Außerdem, die Begriffe, die wir uns bilden, setzen voraus, dass wir Unterscheidungen machen können, dass wir trennen können zwischen verschiedenen Objekten. Manche Objekte nennen wir Häuser, andere nennen wir Bäume. Und weil wir diese verschiedenen Objekte voneinander differenzieren können, können wir unterschiedliche Begriffe bilden.
Aber alle Unterscheidungen sind ja letzten Endes illusorisch. Die ultimative Realität, das ist die eine undifferenzierte Einheit des Buddha-Geistes. Das ist der eine Geist. Alle Differenzierungen, die wir auf diese ultimative Realität projizieren, sind nichts weiter als Konstrukte unseres Bewusstseins. Die Beschaffenheit der ultimativen Realität ist so, dass sie letzten Endes nicht in Worte gefasst werden kann. Was bleibt dann, wenn die Sprache uns nicht weiterhilft, die ultimative Realität zu erfassen? Nun, die letzte Wahrheit kann dann offensichtlich nicht sprachlich vermittelt werden. Sie muss erfahren werden. Sie muss in der unmittelbaren Erfahrung selbst gegeben sein. Und hier merken Sie vielleicht schon eine ganz erstaunliche Nähe zum Daoismus, wie wir es bei Laozi zum Beispiel kennengelernt haben. Auch der hat ja gesagt, die Realität des Dao entzieht sich der Sprache. Sie muss in einer mystischen Intuition direkt erfahren und erlebt werden. Und das kommt hier im Huayan-Buddhismus in gewisser Weise wieder zum Vorschein. Da zeigt sich unter anderem an solchen Punkten der distinkte chinesische Charakter dieser buddhistischen Philosophie. Also, wenn wir es ganz kurz zusammenfassen würden, müssten wir sagen, der Huayan-Buddhismus ist charakterisiert durch drei Punkte, nämlich erstens einen Idealismus oder Antirealismus, die Welt ist Bewusstsein, zweitens einen Holismus, das heißt, Teile und Ganzes bedingen einander wechselseitig und alle Teile der Realität stehen mit allen anderen Teilen in einer wechselseitigen Beziehung und schließlich Skepsis, menschliche Sprache und Erkenntnisfähigkeit reichen nicht aus, um an die ultimative Realität heranzukommen. Schauen wir uns nun als nächstes die große Alternative zum Huayan-Buddhismus an. Das ist der sogenannte Tiantai-Buddhismus. Der Tiantai-Buddhismus ist ebenfalls eine rein chinesische Schule des Mahayana. Entstanden ist sie in einem ähnlichen Zeitraum wie das Huayan, nämlich so ungefähr im 6. nachchristlichen Jahrhundert. Der wichtigste Vertreter ist Zhiyi, der zugleich der Begründer dieser Schule ist. Auch er lebte so in der Zeit des 6. Jahrhunderts. Wörtlich übersetzt bedeutet der Name Himmelspagode oder Himmelsterrasse und ist ganz einfach benannt nach einem Berg namens Tiantai, auf dem sich ein Kloster befand, in dem Zhiyi wesentlich gewirkt hat. Der zentrale Text für den Tiantai-Buddhismus ist das sogenannte Lotus-Sutra. Das Lotus-Sutra stammt auch ursprünglich aus Indien und ist einer der wichtigsten Texte des Mahayana-Buddhismus überhaupt, also insbesondere für den ostasiatischen Buddhismus. Die ostasiatischen Varianten des Mahayana ist der Text ganz zentral und zum wirkmächtigsten Text in der Geschichte des östlichen Mahayana-Buddhismus geworden. Nun, für den Tiantai-Buddhismus sind insgesamt drei Ideen von zentraler Bedeutung. Das ist zum ersten die Idee von der Einheit der Welt. Das heißt, es gibt keine Trennung von alltäglicher Wirklichkeit und von Nirvana. Zweitens die Idee von der dreifachen Wahrheit. Also es gibt neben der konventionellen Wahrheit und der Wahrheit der Lehre noch die ultimative Wahrheit, die in der Wahrheit der Mitte besteht. Und drittens die Buddha-Natur in allen Wesen. Schauen wir uns diese drei Theorien ganz kurz mal an. Der erste Punkt lautet die Einheit der Welt. Das bedeutet, es gibt keinen Unterschied zwischen der alltäglichen Realität, also dem Samsara, dem Kreislauf des Leidens und der Wiedergeburt, und dem Nirvana. Erlösung bedeutet demnach für den Tiantai-Buddhismus nicht das Verschwinden aus der Welt, also keinen Übergang in eine transzendente Sphäre oder so etwas, sondern es bedeutet, in dieser Realität zu bleiben. Die Realität ist nämlich nur eine einzige. Es gibt keine andere Realität, in die man sich verdrücken könnte nach dem Eingang ins Nirvana. Die Realität ist die eine, sie ist nur unterteilt in 10 verschiedene sogenannte Dharma-Reiche, Fajie auf Chinesisch, die einander dann auch wieder wechselseitig enthalten. Also die ganze Realität ist zwar untergliedert in diese Dharma-Reiche, aber in einem quasi holistischen Zug, ganz ähnlich wie beim Huayan-Buddhismus, ist die Gesamtheit der Realität bereits in jedem dieser 10 Reiche enthalten. Das wird im Tiantai ausgedrückt durch eine berühmt gewordene Formel, die da lautet: Ein Gedanke enthält 3000 Reiche. Yinyan Sanqian heißt das auf Chinesisch. Das heißt, ja, dass in einem einzigen Gedanken, in jedem minimalen Ereignis bereits alle Sphären der Realität enthalten sind. Die ganze, die eine Realität ist in jedem ihrer einzelnen Aspekte bereits vollständig vorhanden. Zweiter Punkt, die dreifache Wahrheit.
Bei Nagarjuna, da hatten wir es schon gesehen, er kennt eine Unterscheidung in zwei Wahrheiten. Es gibt die konventionelle Wahrheit, also das ist die Wahrheit der konventionellen Weltsicht. Es gibt eine Realität, die, also in der die Dinge in Abhängigkeit voneinander existieren. Und das ist so die Realität, wie sie unserer natürlichen Weltauffassung entspricht. Aber es gibt darüber hinaus noch die ultimative Wahrheit und das ist die Wahrheit der Lehre. Nach der Wahrheit der Lehre existieren die Dinge nicht und sie sind zugleich nicht in Existenz, sondern sie sind leer. Also die Wahrheit der Lehre behauptet, dass die wahre Natur der Wirklichkeit die Lehre ist. Der Tiantai-Buddhismus fügt diesem Schema von den zwei Wahrheiten nun eine dritte Wahrheit hinzu, nämlich die sogenannte mittlere Wahrheit. Die mittlere Wahrheit umfasst die beiden anderen Wahrheiten und transzendiert sie zugleich. Das heißt, aus der Perspektive der mittleren Wahrheit gesehen ist die Realität zugleich konventionell real und leer. Konventionelle und ultimative Wahrheit sind also aus der Perspektive der mittleren Wahrheit gar kein Widerspruch zueinander mehr. Wie denn auch? Die Realität ist ja nur eine einzige. Der Gegensatz von ultimativer und konventioneller Wahrheit wird in dieser höchsten Form der Wahrheit, der mittleren Wahrheit, aufgehoben. Der Widerspruch verschwindet, also wir haben so eine Art Koinzidenz der Gegensätze in dieser mittleren Wahrheit. Dritter Punkt, die universale Buddha-Natur. Wir hatten schon gesehen, dass im Mahayana die Vorstellung vom Buddha einen Wandlungsprozess durchläuft. War der Buddha zu Anfang noch einfach ein gewöhnlicher Mensch, wie du und ich, der vielleicht ein paar besondere Fähigkeiten hatte, so wird er dann im Verlauf der Entwicklung zum Mahayana zu einem quasi göttlichen Wesen. Der Tiantai-Buddhismus versteht den Buddha ebenfalls als ein solches quasi göttliches Wesen, aber nicht in einem personalen oder theistischen Sinne. Sondern der Buddha ist vielmehr das fundamentale Prinzip der Realität. Alle Dinge besitzen eine Buddha-Natur. Und das bedeutet, sie besitzen auch das Potenzial zur Erleuchtung in sich, also das Potenzial, ein Buddha zu werden. Das führt uns jetzt wieder zurück zum Gedanken der Einheit der Realität, dass alle Dinge der Realität ineinander enthalten sind. Die alltägliche Realität, die ist nicht getrennt von der ultimativen Realität. Und das heißt jetzt, die Welt der Erscheinungen und die Buddha-Natur der Realität sind identisch, sodass die eine, die einzige Welt auch so verstanden werden kann, dass sie zwei Aspekte hat. Den der alltäglichen Realität, wie wir sie erleben, und den der ultimativen Realität, die letzten Endes die Buddha-Natur ist. Aber, und man muss es ganz drastisch so formulieren, diese Welt ist die ultimative Realität. Es gibt nur diese eine Welt und diese Welt ist die ultimative Realität und ist die Buddha-Natur. Wir haben also hier im Tiantai-Buddhismus eine Art monistische Metaphysik. Die Realität wird verstanden als eine Manifestation oder Emanation, wenn Sie es neuplatonisch ausdrücken wollen, des fundamentalen Prinzips der Wirklichkeit, nämlich dieser Buddha-Natur. Nun, wenn alle Dinge Buddha-Natur besitzen, dann ist auch alles zur Erlösung fähig. Alles besitzt ja dieses Potenzial, ein Buddha zu werden in sich. Erlösung besteht dann in der Einsicht in die fundamentale Buddha-Natur aller Dinge, die bisher durch unsere Unwissenheit verhindert wird. Also das Einzige, was zwischen uns und der Erlösung steht, das ist die Einsicht in die eigene Buddha-Natur. Sobald wir erkennen, dass wir in Wahrheit diese Buddha-Natur besitzen, wird eine unmittelbare, eine direkte, eine schlagartige Erleuchtung möglich werden. Nicht ein gradueller Prozess, ein langsames darauf hinarbeiten auf diese Erleuchtung, sondern eine Erleuchtung von einem Moment auf den anderen, als wäre ein Schalter umgelegt worden. Es ist nur diese Einsicht in die Buddha-Natur, die wir erreichen müssen. Alles andere brauchen wir nicht. Diese Idee von einer unmittelbaren, einer plötzlichen Erleuchtung, die wird auch für die letzte Schule, die wir besprechen wollen, sehr, sehr wichtig werden, nämlich für den sogenannten Chan-Buddhismus. Im Westen ist dieser Chan-Buddhismus eher unter seinem japanischen Namen als Zen bekannt geworden, stammt aber ursprünglich aus China und wurde erst einige Jahrhunderte nach seiner Entstehung in China nach Japan hinübergetragen und hat in Japan dann natürlich ein gewisses Eigenleben entfaltet. Und da der japanische Buddhismus nach dem Zweiten Weltkrieg die wesentliche Quelle für den Einfluss des Buddhismus auf den Westen war, ist uns der Chan-Buddhismus eben unter seinem japanischen Namen bekannt geworden. Entstanden ist er aber in China und zwar so ungefähr im 6. Jahrhundert nach Christus. Angeblich
ja, geht der Chan-Buddhismus auf den Buddha selbst zurück, also auf eine besondere Überlieferungslinie, die vom Buddha selbst begründet wurde und die sozusagen neben der normalen Überlieferungstradition weitergelaufen ist. Angeblich gab es einen Mönch namens Bodhidharma im 5., 6. Jahrhundert, der von Indien nach China gegangen ist und der den chinesischen Chan-Buddhismus begründet hat. Vermutlich ist das aber eine Legende, die keine reale Entsprechung hat. Im 7. Jahrhundert spaltete sich dann der Chan-Buddhismus in eine nördliche und eine südliche Richtung auf, wobei die südliche sich durchgesetzt hat. Und ja, deren Verständnis des Chan ist auch das, was unser heutiges Verständnis von Chan und Zen-Buddhismus geprägt hat. Nun, worum geht es im Chan-Buddhismus? Die wichtigste Besonderheit des Chan, das ist eine Ablehnung der traditionellen Überlieferung durch die Sutras. Also ich habe ja eben schon erwähnt, der Chan-Buddhismus behauptet, es gebe eine besondere Traditionslinie, eine besondere Überlieferungslinie, die bis auf den Buddha selbst zurückgeht und die ja, nicht sich kreuzt mit den normalen traditionellen Überlieferungslinien. Angeblich wurde diese Lehre des Chan dem Buddha, vom Buddha direkt an einen seiner Schüler weitergegeben, und zwar wortlos, ohne sprachliche Vermittlung, und wurde seitdem immer weiter von Meister zu Schüler tradiert, aber eben nicht in schriftlicher Form, nicht in Textform, sondern durch die persönliche Weitergabe von Geist zu Geist, wie es dann heißt. Der Chan-Buddhismus misstraut entsprechend auch den schriftlichen Überlieferungen und setzt auf eine unmittelbare eigene Einsicht in die Wirklichkeit als den Weg zur Erleuchtung. Chan ist also eine anscheinend antitheoretische Schule, wenn Sie das so wollen. Eine Schule, die die eigene Erfahrung betont und sich von der Tradition absetzt. Es gibt einen berühmten Ausspruch von einem Chan-Meister des 9. Jahrhunderts namens Lin Ji, den Sie vielleicht schon mal in dem einen oder anderen Kontext gehört haben. Er sagt nämlich: Innen wie außen, töte alles, was dir in den Weg tritt. Wenn dir Buddha in den Weg tritt, töte Buddha. Wenn deine Patriarchen dir im Weg sind, töte sie. Wenn die Arhats dir in den Weg kommen, töte sie. Wenn dir dein Vater oder deine Mutter in den Weg kommen, töte auch sie. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wörtlich gemeint ist. Ich vermute mal eher nein, aber die Idee dahinter dürfte Ihnen klar geworden sein. Wenn die Tradition, wenn die buddhistischen Weisen oder die buddhistischen Lehren uns auf dem Weg zur Erleuchtung stören, wenn sie uns daran hindern, Erleuchtung zu erlangen, dann müssen wir uns davon freimachen. Das heißt, weg mit der Tradition. Wenn sie uns stört auf dem Weg zur Erleuchtung, muss sie beseitigt werden. Das Einzige, was zählt, ist die Erleuchtung und nicht die Tradition. Deswegen kommt der Praxis der Meditation im Chan-Buddhismus eine ganz besondere Bedeutung zu. Daher auch der Name. Das Wort Chan ist einfach nur eine Übersetzung oder Transliteration des Sanskrit-Ausdrucks Dhyana. Und Dhyana heißt einfach Meditation oder Jhana dann auf Pali. Aber es ist nicht nur die formelle Meditation, die die Gelegenheit zur Erleuchtung bietet, sondern man kann auch in ganz alltäglichen Tätigkeiten wie Tee trinken oder Holz hacken Erleuchtung finden. Alles kann der Anlass werden, zur Erleuchtung zu gelangen, weswegen der Zen-Buddhismus oder Chan-Buddhismus immer wieder großen Wert darauf legt, gerade solche simplen und scheinbar sinnlosen oder scheinbar primitiven Tätigkeiten zu kultivieren und als Gelegenheit zu nutzen, an der eigenen Erleuchtung zu arbeiten. Das Ziel der Meditation und das Ziel des Chan-Buddhismus überhaupt ist es, eine Erfahrung der Lehre zu erzeugen. Also die Wirklichkeit soll nicht intellektuell verstanden werden, sondern sie soll in ihrer Selbstgegebenheit, wie sie ist, erfahren werden. Im unerleuchteten Zustand, in unserem alltäglichen Leben, da sehen wir die Realität nicht, wie sie ist, sondern wir sehen sie verzerrt durch unsere Begriffe und durch das Anhaften, also durch die Konstrukte, die unser Bewusstsein von dieser Realität gebildet hat. Erleuchtung bedeutet Befreiung von diesen Bewusstseinsstrukturen, bedeutet eine unmittelbare und nicht begriffliche Einsicht in die Wirklichkeit. Das heißt also, ganz ähnlich wie wir es im Tiantai-Buddhismus auch schon kennengelernt haben, wir müssen die wahre Natur der Realität unmittelbar und direkt einsehen. Es gibt keine zwei Wirklichkeiten, da ist jetzt auch wieder die Übereinstimmung mit dem Tiantai-Buddhismus, also es gibt kein transzendentes Reich des Nirvana, sondern Nirvana und alltägliche Realität sind identisch und nur die wahre Sicht auf die Wirklichkeit ist der Unterschied zwischen der alltäglichen Welt, dem Samsara und dem Nirvana. Das drückt sich in einem sehr berühmten Zitat eines anderen Chan-Meisters namens Qingyuan Xingzi aus. Er schreibt:
Bevor ich 30 Jahre lang Chan studiert hatte, sah ich Berge als Berge und Flüsse als Flüsse. Als ich ein tieferes Verständnis erreicht hatte, sah ich, dass Berge keine Berge sind und Flüsse keine Flüsse. Jetzt, da ich sein Wesen verstanden habe, habe ich Ruhe gefunden. Denn jetzt sehe ich wieder Berge als Berge und Flüsse als Flüsse. Am Anfang steht also eine ganz naive Sicht auf die Realität, die die Dinge als das sieht, was sie vermeintlich sind oder wie sie uns erscheinen. Wir sehen die Berge als Berge. Dann lernt man dazu und es kommt die Einsicht, dass die Dinge gar nicht in Wirklichkeit das sind, was sie zu sein scheinen. In Wirklichkeit sind die Dinge leer. Der illusorische Charakter der Dinge wird uns bewusst. Aber dann, am Ende, als Vollendung, erreichen wir die Einsicht, dass die Leere und die wahre Wirklichkeit nicht voneinander verschieden sind. Die Berge sind Berge und sie bleiben Berge, auch wenn sie in Wirklichkeit leer sind. Also auch da wieder der Tiantai-Gedanke, dass die ultimative Wahrheit und die alltägliche Wahrheit aufgehoben werden in einer höheren Form von Wahrheit, die diese beiden umfasst und transzendiert. Und wie gelangt man zu einer unmittelbaren Einsicht in die Wirklichkeit? Nun durch Meditation. Und Meditation heißt hier vor allen Dingen durch das Nichtdenken. Und Nichtdenken bedeutet nicht, wie man meinen könnte, dass man das Denken komplett abschaltet, also dass der Kopf vollkommen leer wird, sondern es bedeutet, nicht an den eigenen Gedanken anzuhaften. Es bedeutet, die Gedanken als Konstruktionen von Realität zu erkennen und diese Realitätskonstruktionen als das zu nehmen, was sie sind. Flüchtige, unbeständige, von Anhaften und Unwissenheit erzeugte Konstrukte, aber eben nicht die Realität selbst. In der Erleuchtung bricht dann diese Realitätskonstruktion unseres Bewusstseins zusammen. Plötzlich und unmittelbar gelangen wir zu einem Durchbruch, zur eigentlichen, zur wahren Wirklichkeit. Um diesen Durchbruch zu erzeugen, setzt der Chan-Buddhismus nicht nur auf Meditation, sondern auch auf durchaus drastische Maßnahmen, um das rationale Denken zu durchbrechen, also Paradoxität, Irrationalität und auch körperliche und physische Schocks sollen einen Kollaps des theoretischen Denkens bewirken und damit dann den Blick freimachen für eine nicht begriffliche, direkte Erfahrung der Realität. Also sozusagen die geistigen Krusten weghauen, die es uns unmöglich machen, die Realität zu sehen als das, was sie ist. Solche Erzählungen oder Beispiele vom erfolgreichen Durchbrechen dieser mentalen Verkrustungen sind gesammelt worden in der Chan-Tradition unter dem Namen Gung-ans, also öffentliche Fälle sozusagen, bekannt geworden. Das japanische Wort ist hier auch wieder geläufiger, Koan heißt das auf Japanisch. Nochmal ein interessantes Beispiel, damit Sie eine Vorstellung davon bekommen, was mit Paradoxität und Schock gemeint ist, wieder von Linji, dem Zen-Meister, den ich eben schon mal erwähnt habe. Meister Linji sagte, ihr Mönche, habt keine Angst, euren Leib aufzugeben und euer Leben für die Lehre des Buddha zu opfern. Als ich vor 20 Jahren bei Meister Huangpo war, habe ich ihn dreimal gefragt, was das Wesen der Lehre des Buddha ist. Und dreimal hat er mich mit seinem Stock geschlagen. Aber es war, als hätte er mich nur sanft mit einem Zweig berührt. Wenn ich daran denke, würde ich gern noch einmal den Stock verspüren. Kann jemand von euch mir einen ordentlichen Schlag verpassen? Einer der Mönche trat hervor und sagte, ich kann. Linji hielt ihm seinen Stock hin, aber als der Mönch danach greifen wollte, schlug Linji ihn damit. Absurd, ja. Aber das Ziel dieser absurden Praxis ist es, das rationale Denken zu unterbrechen, einen Weg zu finden, Erleuchtung jenseits der Sprache mitzuteilen. Chan ist ebenso wie der Huayan-Buddhismus skeptisch gegenüber der Sprache. Die Sprache kann die Realität nicht abbilden. Worte sind Werkzeuge, die wir gebrauchen, um auf die Realität zu verweisen, aber sie dürfen eben nicht mit der Realität verwechselt werden. Die bekannte Metapher, die dafür immer wieder im chinesischen Buddhismus verwendet wird, ist, der Finger, der auf den Mond zeigt, ist nicht der Mond. Der Finger verweist auf den Mond, aber ich darf den Finger nicht mit dem Mond verwechseln. Wir dürfen also unsere begrifflichen Konstruktionen nicht mit der Realität verwechseln. Begriffe sind Begriffe, Realität ist Realität, aber beides ist nicht das Gleiche. Also dürften wir eigentlich gar nicht sprechen. Wahre Erkenntnis der Realität muss sprachlos sein. Und wo die Sprache ihre Funktion verliert, da muss der Stock herhalten.